Hallo, es ist mal wieder soweit. Ich, der Alcaramba, hat mal wieder eine Meinung. Und heute seht ihr das schon. Neben mir geht es um das Thema bevorzugte Premium-Panzer perfektionieren. Und wo ich das gelesen habe, wo es auf dem Portal da war, dachte mir so, geil, endlich werden Premium-Panzer mit Special Matchmaking angepasst, sodass sie wieder wettbewerbsfähig sind. Was bedingt auch stimmt. Allerdings leider nicht so, wie ich es mir ansatzweise erhofft hatte. Denn Wargaming überarbeitet die Panzer, passt sie jetzt an mit dem Hintergrund, dass sie ihr Special Matchmaking verlieren. Welche Panzer es genau betreffen wird, ob Panzer, die aktuell sehr gut performen, wie zum Beispiel E25, ein B2 oder sonstiges, ist noch nicht raus. Aber zum Beispiel den KV-5 trifft es jetzt. Das kann man sagen, KV-5 ist aktuell eh schon aus dem Meta gefallen, was komplett richtig ist. Aktuell war der KV-5 eigentlich kaum mehr adäquat in seinem Tierbereich. Tier 8 ging noch, Tier 9 hat sich schon echt extrem schwer teilweise getan, weil einfach mittlerweile es so viele Panzer gibt für diesen Oldie, mit denen er nicht mehr klarkommt. Dementsprechend dachte ich mir, ja, es kommt endlich eine Überarbeitung dieser Panzer, dass der endlich wieder wettbewerbsfähig ist, aber ohne sein Special Matchmaking zu verlieren. Und genau das passiert jetzt, oder ist der Plan. Aktuell, könnt ihr alle hier lesen, plant Wargaming mit dem Thema Special Matchmaking zu brechen, mit dem Problem, was sie für sich bisher hatten. Das steht hier. Matchmaker, geringere Wartezeit, leichtere Berechnung. Ich weiß nicht, was Wargaming immer mit ihrer geringen Wartezeit hat. Für mich als Spieler wäre es gar kein Problem, mal 30, 45, sogar eine Minute zu warten, wenn ich dann ein geiles Matchmaking bekomme. Habe ich gar kein Problem. Und außerdem, spätestens wenn es kommuniziert wird, hier, sie fahren einen Panzer XYZ, wenn sie diesen Panzer jetzt fahren, kann es zu erhöhten Wartezeiten kommen, bis zu einer Minute. Gar kein Problem. Für ein geiles Game warte ich auch 30, 40, 50 Sekunden oder eine Minute. Null Problem. Aber das ist ja schon immer das Thema, wo Kratze mit gern argumentieren, die Wartezeiten im Matchmaker müssen reduziert werden oder gering gehalten werden. Und ich weiß gar nicht, warum, ob es da so riesige Probleme auf der Welt gibt, aber im europäischen Bereich warte ich eigentlich gefühlt 5 bis 10 Sekunden und dann ist sowieso ein Match da. Ob Special Matchmaking oder nicht, war da gar kein Thema. Und bevorzugte Premium-Panzer werden zu rundum guten wettbewerbsfähigen Maschinen. Klingt in der Theorie ganz geil. Aber wenn ich mir jetzt mal den KV-5 Buff anschaue, der wie hier sieht. Schaden wird erhöht auf 2300. Schaden je Schuss 30 erhöht auf 330. Durchschlagskraft um 51 erhöht auf 218. Premium-Granate auf 243. 243 für einen 10er Matchmaking gegen einen Type oder sagen wir mal ganz banal, gegen ein Objekt 268.4. Jetzt kommt ihr, ja, der wird genervt. Stand jetzt ist das aber noch nicht. Und wir sehen ja zum Beispiel, welche Panzer es halt so gibt. Das heißt, selbst mit seinem 243 Durchschlag wäre nicht mal ansatzweise ebenbürtig für einen 10er TD. Ist natürlich ein 8er, ist low tier, ist klar. Aber trotzdem, er wird wieder, er hat aktuell schon mit seinem 8er Premium Matchmaking in 9er schon massive Schwierigkeiten. Jetzt bufft man diesen 8er so weit, dass er aber weiterhin in Tier 10 auch wieder grandiose Schwierigkeiten bekommen wird. Und ob das sinnvoll ist und ja, jetzt mal ganz ehrlich, für einen 9er, 10er oder eigentlich schon fast den 8er ist das Thema hier vorne auch kein Problem. Klar, der Weak Spot, der R2-D2, der bisher der größte Weak Spot und das größte Problem war, der wird gebufft um deutlich auf 200 mm. Aber sorry, ich finde es passt trotzdem nicht. Und hinten wird er dann dafür nochmal schön genervt, weil nicht, dass er im Vergleich zu krass werden würde. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Aber gut, mein Gott, vielleicht muss ich nicht alles verstehen und vielleicht muss auch nicht alles für mich passen. Was ich allerdings eigentlich dann das Traurigste an der ganzen Geschichte finde, ist dieser Absatz hier. Gleichzeitig wollen wir Spielern die Entscheidungsfreiheit geben, zu entscheiden, ob ein aktualisierter Panzer für sie noch relevant ist. Daher kann jeder Kommandant ein bestimmtes Fahrzeug über eine spezielle Eintauschmöglichkeit für eine exklusive Auswahl an Panzern umtauschen, die nicht über die üblichen Zahlungen verfügbar sind. Die Kosten für diesen Umtausch werden 2000 Gold nicht übersteigen. Daher haben die Besitzer von bevorzugten Panzern zwei Möglichkeiten. Sie behalten ihre Maschine, nachdem die Werte verbessert wurden, oder sie tauschen sie gegen ein anderes passendes Fahrzeug ein für einen kleinen Aufschlag Gold.
Ich finde es immer schon mal schwierig, wenn ich für was ursprünglich mal echt Geld bezahlt habe, dann zu sagen, hier, wir verändern das so gravierend, dass er den damaligen Kaufgrund für mich zum Beispiel bei einigen Special Matchmaking Panzer, der Special Matchmaking ist, komplett irrelevant wird, weil er komplett wegfällt. Dann zu sagen, ihr kriegt aber geile Panzer, wo wir noch nicht mal wissen, um was es geht, sehr schwierig. Aber zu sagen, ach ja, und übrigens, ihr müsst auch dann noch was on top zahlen. Wenn jetzt mal als Beispiel ein Defender käme, weiß ich nicht, kann ja sein. Oder ein Löwe, der jetzt nicht so krass wäre, aber das ist ja keine normale Eintauschmöglichkeit. Sagen wir mal ein Defender. So, na klar hat der Defender effektiv gesehen einen höheren Gold- und Echtgeldpreis als der KV-2 es jemals hatte. Wenn ich aber dann schon die Nutzer so weit wiederum reglementiere, dass ich sage, hey, sorry, für das, was ihr mal Echtgeld ausgegeben habt, das verändern wir jetzt entweder so krass, dann weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt dann noch die 2000 Gold zum Beispiel, steht ja bis zu, kann ja auch weniger sein, aber ob ich die dann unbedingt noch brauche oder ob ich dann nicht sage, weißt was, drauf geschissen, behaltet einfach den Panzer oder ihr kriegt den und den neuen Panzer und ihr müsst nichts drauf zahlen, sondern es ist einfach so, als kleine Kompensation. Weil so ist es jetzt für mich nichts anderes als Wargaming entscheidet, sie wollen unbedingt dieses Special Matchmaking bei manchen Panzern entfernen. Ob es bei allen trifft, wissen wir ja immer noch nicht. Und friss oder stirb. Also du hast im Prinzip ja keine Wahl. Entweder du behältst ihn so oder du tauschst ihn um und zahlst im Zweifel noch was on top. Kein Problem. Und das ist das, wo ich wieder mal nicht d'accord bin. Klar, zurzeit vielleicht mag ich die ein oder andere Entscheidung von Wargaming nicht mögen und nicht teilen. Aber ich habe damit auch kein Problem, das zu kommunizieren. Den Frontline-Modus mit seinen Zeiten fand ich scheiße. Lustigerweise, auch wenn viele das Video disliked haben, hat aber Wargaming am Ende die Zeiten angepasst. Nicht wegen dem Video, so verblendet bin ich nicht. Aber es zeigt, dass viele den gleichen Gedankengang gehabt haben. Und dementsprechend ich nicht so ganz falsch mit diesem Video lag. Jetzt vielleicht mag ich auch wieder übers Ziel für manche hinausschießen, die sagen, ja, du hast gar keine Ahnung, ist mir aber auch eigentlich egal, das ist meine Meinung und die vertrete ich auch weiterhin hier auf dem Kanal. Wer damit ein Problem hat, der soll es am besten mittlerweile gecheckt haben und den Kanal verlassen. Ansonsten war das mal meine Meinung zum Thema Special Matchmaking. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Seht ihr das ähnlich wie ich? Sagt ihr, ich übertreibe? Sagt ihr, okay, bei manchen Panzern wie den KV-5 ist es vielleicht nachvollziehbar, aber den E25 bitte zum Beispiel so weiter belasten, wie er ist? Die Meinungen würde mich interessieren, dementsprechend haut es mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, die zu lesen und ja, dementsprechend, wir sehen uns weiterhin bei World of Tanks und hier auf YouTube.